Pferdemärkte haben vielerorts eine lange Tradition. So auch in der Hausruckgemeinde Neumarkt, wo sich seit vielen Jahren Pferdebesitzer mit ihren Rössern am dritten Mittwoch im März auf dem Hauptplatz treffen. Ab nächstes Jahr müssen sich die Pferdefreunde jedoch einen neuen Termin vormerken. Ja, der Pferdemarkt in Neumarkt ist heute bereits der 141. Markt, den wir veranstalten. Heuer letztmalig im März. Voriges Jahr hatten wir den Plan, ihn im Mai zu veranstalten. Bekannterweise findet ja ab nächster Woche dann die Umgestaltung des Marktplatzes statt und mussten wir heuer wieder auf diesen Termin ausweichen. Was früher tatsächlich als Markt diente, also dem Handel mit den Rössern, ist heutzutage eher in die Kategorie Brauchtumspflege einzuordnen. Trotzdem spielen die Pferdemärkte für Züchter und Besitzer nach wie vor eine wichtige Rolle. Und so waren auch heuer, den eisigen Temperaturen zum Trotz, Norika, Haflinger und andere wiehernde Vierbeiner mit ihren Besitzern gekommen, um sich der gestrengen Jury zu stellen. Es ist wieder eine Ehrung für jeden Einzelnen, der eine Auszeichnung kriegt. Es ist einfach wichtig, dass wir unsere Pferde präsentieren. Und da sind eben sicher Pferdemärkte, wie es in der Markt ist, dann einfach ein gewisser Maßstab wieder, ob man in der Zucht da auf dem richtigen Weg ist, dass man einfach wieder die Pferde mit anderen Pferden vergleichen kann. Ja, da können wir ja auf Brauchtumspflege gehen, weil der Handel ist doch schon einige Jahre. Früher war es ja nicht nur ein Pferdemarkt alleine, sondern ein Viehmarkt, wo wirklich gehandelt wurde. Die letzten Jahre werden die Pferde aufgetrieben. Nur stellen wir jetzt auch fest, dass die Jugend vielleicht ein bisschen auslässt, die Pferdebesitzer, die Älteren sich zurückziehen und die Jugend doch nicht in die Fußstapfen tritt, so wie wir es eigentlich gewohnt sind. Es ist eher mehr Volksvergnügen und eine Orientierung für die Pferdezüchter und Pferdehalter. Wie die Bewertung funktioniert und worauf es ankommt, weiß Juror und Pferdeflüsterer Matthias Hönecker. Da gibt es so viele Dinge, die kann man nicht auf einmal übersagen. Ne? Das ist einmal der Futterzustand, der Pflegezustand, der Haltungszustand, bis hin der Trainingszustand, das Verhalten vom Pferd und vor allem eben der Körperbau, das, was man Exterieur nennt, ne? Diese Ausübung, diese Leistungsfähigkeit. Gibt es viele Dinge, was zum Bedenken sind. Ne? Die Pferde werden einfach in Pferderassen sowieso üblich, in Norika, Haflinger, Warmblut und etwaige Pferderassen. Und dann ist es halt einfach, ist ein Hengst, ist eine Stute, ist eine Zuchtstute, ist ein Reitpferd, Sebarat nochmal unterteilt. Ne?